Herzlich willkommen hier am Eichsfeldkanal. Wir hatten letztes Mal hatten wir den Roland Krügel da. Und der Eichsfeldkanal ist eine Plattform von Bürger für Bürger. Und hier kann im Prinzip jeder, der irgendwie ein bisschen was zu sagen hat, sich ohne weiteres präsentieren. Und insofern haben wir hier einen neuen Kandidat, der auch politisch ambitioniert ist. Das ist der Eckhard Ried. Und der tritt übrigens auch für die Bundestagswahl an, auch als Direktkandidat. Und ist hier eigentlich parteilos unterwegs. Und geboren am 01.01.1952 in Erfurt. Wie kommt man vom Erfurt ins Eichsfeld? Indem man sich verliebt. Eine Frau findet, wo das Herz höher schlägt, heiratet und ins Eichsfeld zieht. Das ist ganz einfach gesagt. Also das klassische... Das klassische Stück, wie es uns Männern häufig so passiert, wir ziehen dahin, wo die Frau ist. Ja, eigentlich sollten die Frau dahin ziehen, wo der Mann ist, aber dieses Rollenspiel gibt es ja nicht mehr. Also der Mann zieht auch dahin, wo die Frau ist, da wo er sich wohlfühlt. Ja, wir sind also deutlich flexibel geworden im Laufe der Zeit. Ja, kann man sagen. Ja. Gut, das war ja jetzt irgendwo nicht immer so. In Erfurt groß geworden. Und wie ging es dann weiter? Ja, von Erfurt bin ich dann nach Berlin, habe in Berlin gearbeitet, mir dort ein Haus gebaut, die Frau kennengelernt, versucht natürlich nach Berlin zu holen, stand ja schon ein Haus, das wollte sie nicht. Und dann nach Thüringen und dann in Reinoldrode ein neues Haus gebaut und geheiratet und so war der Werdegang. Ja. Ja, so bist du dann quasi ins Eichsfeld gekommen. Richtig. Wie kommt man jetzt dazu, sich politisch zu engagieren? Das war ja nicht immer so, ne? Du hast vorher was anderes noch mitgemacht, ne? Ja, ich bin selbstständig, habe eine kleine Baufirma, mache da spezielle Sachen mit Mikrowellen und also giftfreie Sanierung. Ich habe Pech gehabt, vor 6 Jahren bin ich beim Familiengericht in Halbert-Heinstadt gelandet und habe verloren, 6 Jahre lang. Und habe dann geklagt, viel geklagt, 6 Jahre lang, bin also auch kein Alkoholiker geworden und bin als Mann immer verurteilt worden, weil ich ein Mann bin. Ich spreche von Männerhass, eine Inquisition. Und dann habe ich gesagt, man muss was tun, die Männer müssen wieder Gehör kriegen und deswegen habe ich mich für die Bundestagswahl gestellt. Ich möchte, dass wir Männer beim Familiengericht wenigstens die gleichen Rechte haben wie die Frauen. Und ernst genommen werden. Und nicht, wenn eine Frau sagt, der Mann ist ein Schläger, dann hat der Mann ein Schläger zu sein. Nein, wenn das nicht belegt werden kann und wenn der Mann kein Schläger ist, dann kann er auch nicht kaputt gemacht werden. So wird ein Schuh draus. Und deswegen für die Politik. Ja gut, das ist zumindest schon mal ein wichtiger Schlagpunkt, weil es geht wahrscheinlich vielen so. Verbindungen sind nicht immer für die Ewigkeit und manchmal geht es halt unerwartete Wege. Ja, das ist am schlimmsten leiden ja die Kinder drunter. Und wenn dann eben auch die Kinder weggenommen werden, einem Elternteil und durch das Gericht, dann ist das ganz, ganz schlimm. Ich glaube, das muss eine richtige, vernünftige Diskussion darüber geführt werden, was man oder was passiert, wenn Kinder weggenommen werden. Ich habe es gerade in meiner Familie, meine Tochter hat Essstörungen, mein Sohn hat auch große Schwierigkeiten, hat das Abitur nicht geschafft. Das war alles vorher nicht abzusehen. Also das geht nicht und deswegen, wir Männer sind genauso Menschen und kommen vor in diesem Staat wie die Frauen. Und bitte, wenn ich immer höre, wir müssen was für die Frauen tun, wir müssen was für die Kinder tun unterschreibe ich sofort. Frauen tun, ja warum nicht, aber bitte für die Männer. Wann haben Sie das letzte Mal gehört, gelesen, gesehen, wir müssen was für die Männer tun? Ja, mehr Recht für Väter in diesem Zusammenhang. Ja, das ist wichtig. Nicht nur, dass wir die Kinder sehen können, sondern dass wir das auch gemacht wird, dass wenn die Frau das nicht möchte, dass der Mann das Kind unter Aufsicht von einer neutralen Person sehen kann. Und eine Frau nicht sagen kann, heute ist das Kind krank und morgen ist geht es nicht. Also das geht nicht. Das wäre wichtig, nicht nur für die Väter,
Stellen Sie sich vor, der Mann hat ja Eltern, also Oma und Opa. Mit was für ein Recht kriegt die Oma und die Opa das Enkelkind und Kind nicht zu sehen? Das geht gar nicht. Da gehen Seelen kaputt. Nicht nur die von den kleinen Kindern oder von den Kindern, sondern auch von den Vätern und von den Omas und Opas. Die haben auch Rechte. Was schwebt einem da konkret vor, wie man diese Rechte dementsprechend wirksam ins Spiel bringen kann? Ja, dass über Gesetze geschaut werden muss. Es muss was getan werden, aber das ist, wird jetzt zu lange führen, diese 10 Minuten, die wir haben, wo wir reden können, um das alles zu sagen. Es geht einmal darum, dass ein Kind, das vom Psychologen im Gericht geguckt wird, wird das Kind unter Druck gesetzt und sagt es, redet es der Mutti nach dem Mund oder dem Vati nach dem Mund. Es kann ja auch durchaus möglich sein, dass der Vater das ist. Das kann nicht sein. Und da muss viel mehr Ehrlichkeit hin. Und dann, wenn also Aussage gegen Aussage steht, dann sollten doch Lehrer, Kindergärtner befragt werden, wie ist das Kind auf den Papa oder auf die Mama zugesprungen. Das heißt, es soll konkreter auf die eigentliche Sachlage eingegangen werden, sodass sie geprüft wird und nicht, dass jemand unschuldig irgendwo in Verdacht gerät und da, durch diese Schwierigkeiten halt ja, vielleicht lange zu büßen hat. Das ist richtig. Nicht es sollte, es muss. Wir wollen Kinder haben, die nicht kaputt gemacht werden. Denn wenn ich die kleinste Zelle der Gemeinschaft, also die Ehe, zerstöre und kaputt mache und auch die Kinder schaffe, dann schaffe ich meinen Staat irgendwann. Und daran wird gearbeitet. Und wenn man sowas erkennt, muss man es benennen, muss es sagen. Und man muss Kraft nehmen und sagen, ich will es verändern. Ich habe das 6 Jahre jetzt hinter mir. Ich bin kein Alkoholiker geworden. Meine Firma läuft wieder. Mein Sohn ist zu mir zurückgekommen. Also müssen wir was tun. Und ich höre keine Stimme, die sagt, Leute, es ist eine ganz wichtige Sache, auch wenn es nur Kinder sind. Denn die Kinder sind unsere Zukunft. Und da komme ich noch zum anderen Teil. Ich komme zu den Alten, die eigentlich nach dem Krieg das Land aufgebaut haben, ohne Maschinen, mit Händearbeit. Die rechnen mir Minuten genau ab. Wir müssen uns schämen. Das kann nicht sein. Da wird die Pflege gemacht, da wird das Waschen Minuten genau, der Strumpf anziehen so und so lange. Das geht nicht. Die haben dafür gesorgt, dass wir diesen Standard heute haben. Und jetzt vergessen wir die Alten. Das darf es nicht sein. Wir müssen für unsere, Entschuldigung, die alten Menschen, aber wenn die Alten, die werden mir das nicht übel nehmen, die werden das verstehen, wie ich das meine, in Anführungsstriche. Wir dürfen unsere Omas, unsere Opas, vielleicht auch Väter nicht vergessen. Denn die haben geschuftet, damit es uns heute gut geht. Und für die haben wir da zu sein. Das heißt, der Mensch soll deutlich mehr in den Vordergrund gestellt werden, beziehungsweise auch die Leistung, die unsere Vorfahren für dieses Land halt quasi getan haben. Richtig. Wir können natürlich Vorfahren, die verstorben sind, auch noch ehren. Aber hier geht es bei mir oder um mein Anliegen geht es um die, die noch leben, die Hilfe brauchen, für die wir jetzt da sein müssen. Denn es ist ja so, die haben uns geboren, dann sind wir entstanden. Jetzt kommen die Enkelkinder. Und die Enkelkinder müssen ja sehen, wie wir uns benehmen, den Alten gegenüber. Denn eines Tages erwarten wir, dass sie uns auch vernünftig begleiten. Ja. Und es kann ja sein, dass sie sagen, also wir können euch nicht begleiten, aber in dem Heim, wo ihr seid oder wo ihr hingeht, da werdet ihr gut begleitet. Und das müssen wir vorleben. Nur was ich vorlebe, kann ich verlangen. Ja, das sind natürlich alles Sachen, die Geld kosten. Geld, wo sich manche fragen, wo kommt das her? Und gerade speziell in diesem Fall vielleicht fälschlicherweise auch sehr oftmals Ausländer irgendwo im Fokus haben. Sicher ist es so, dass sich zahlreiche wirklich zu Recht hier sind und zu Recht auch oder auch gut benehmen. Aber es gibt auch die Leute, die da nicht so ganz reinpassen und die hier Schwierigkeiten bereiten. Ja, dafür, es gibt keine einfachen Lösungen. Ich bin also dafür, dass wir Leben schützen. Wenn ich mir vorstelle, mein Leben wäre in Gefahr und ich könnte nirgends mehr wohin, dann wäre das schlimm. Aber wenn ich wohin gehe und kriege mein Leben geschützt, dann heißt das, ich muss mich benehmen. Und es ist so, wenn ich bei Ihnen Gast bin, bei irgendjemand und benehme mich schlecht, dann lässt er mich nicht wieder rein. Da sagt er, du entsprichst nicht meinem Niveau, du kommst nicht mehr rein. Wenn wir also Leute aufnehmen, ungeprüft,
dann haben die sich zu benehmen. Und ich möchte auch nicht, dass sie immer klagen. Wenn wir Autofahrer das Stoppschild überfahren, zu schnell fahren, dann kriegen wir Punkte. Und wenn wir Punkte kriegen, können wir auch nicht klagen. Und das möchte ich für Asylanten. Ich möchte, wer also klaut, wer hier sich also nebennimmt, bis 10 Euro ein Punkt, bis 30 Euro zwei Punkte, bis 50 Euro drei Punkte. Wer eine Frau anfasst, wer Rauschgift verteilt, wer... ja, ist vorbei, der Kleine. Mit Messer hantiert, also wer das heißt, gewalttätig wird, ja. Die sollten dann auch gehen müssen, nicht dürfen und auch nicht mehr klagen. Denn die Klagerei kostet uns sehr, sehr viel Geld und legt unseren Staat auch lahm. Und das kann es nicht sein. Wir können nicht Leute aufnehmen, die nicht mal wissen, wo sie herkommen, Identität und auch nicht helfen wollen. Das geht alles nicht. Und wenn wir uns da vorführen lassen, dann haben wir kein Niveau. Wir haben den Anspruch, dass wir Niveau haben und dass wir helfen. Aber bitte, wir wollen helfen, aber nicht Kriminellen. Ich unterschreibe sofort, dass wir Leute helfen und auch helfen, wenn sie zurückgehen, auch Ausbildung machen, gar keine Frage. Aber Bleiberecht, das ist ein ganz anderes Thema. Das heißt, das ist jetzt auch kein Punkt, wo man dich jetzt irgendwo in irgendeine rechte Ecke schubsen könnte, für Ausländer schon, aber eben diese Gefahrenquelle von Kriminellen, diejenigen, die hier irgendwo das System irgendwo stören. Ausnutzen. Ja. Richtig. Das möchte ich anders haben. Und ich möchte auch, dass sie nicht klagen können. Man kriegt ja ganz, ganz viele Fälle geschildert und hört das. Wir nehmen diesen Leuten, die irgendwas erzählen, den Wind aus den Segeln. Wenn wir sagen, also, der hat geklaut, da hat er einen Punkt, der hat bis 50 Euro geklaut, da hat er drei Punkte. Wenn wir sagen, die haben die Punkte und das kann auch die Polizei machen. Sehen Sie, ich habe jetzt für diesen Wahlkampf, um aufgestellt zu werden, mit vielen Leuten gesprochen. Ich kriege ganz verrückte Antworten. Was wollen Sie denn machen, wenn die Polizei rassistisch ist? Also, dann tut es mir leid. Oder was machen Sie denn mit unseren eigenen Straftätern? Ja, das sind Deutsche, die kann ich nicht rausschmeißen. Die habe ich, mit denen muss ich mich kümmern. Aber ich muss keine Fremden aufnehmen. Ja, und das ist das. Also, wir müssen es vereinfacht machen. Wir können nicht klagen lassen, sonst warten Leute, die was mit dem Haus haben oder sonst was ewig. Das ist was gibt, weil die ganzen Richter überlastet sind. Im Straßenverkehr ist es so, wir haben Punkte in Flensburg oder wir haben ein Konto, das auf Null ist oder mit mehreren Punkten belastet. Und wer das eben von den Asylanten weiß, er kriegt ein Konto und hat das dann so und so viele Punkte, dann muss er gehen. Dann gibt es welche, die sich mit einmal benehmen können. Und manche können sich nicht benehmen, die gehören dann auch nicht hierher, denn die haben dann die Solidargemeinschaft oder den Schutz der Solidargemeinschaft auch nicht mehr verdient. Das heißt, du lässt aber auch schon einen gewissen Spielraum, dass jemand sagt, okay, ich habe hier Grenzen überschritten und durch dieses Punktesystem hat dann auch wieder Spielraum, um zu sagen, okay, ich will mich bewähren, es war falsch, was ich gemacht habe. Das heißt, eine Chance ist ohne weiteres möglich. Richtig. Es wäre schlimm, denn wir schlagen auch manchmal über die Stränge. Wenn wir Auto fahren, haben wir ja auch Punkte und wir kriegen ja nicht gleich die Fahrt ums weggenommen. Und das soll auch so sein. Man muss menschlich sein. Ja. Ja? Wenn wir fehlerfrei wären, das wäre schlimm. Ja. Da haben wir noch richtig Glück heutzutage bei Facebook und so weiter. Ja, da hat das in Minuten schnelle, jeder gleich macht das die Runde. Bei uns war das früher anders. Da gab es noch kein Facebook, noch kein YouTube. Und diese Sachen, die stehen oft noch im stillen Kämmerchen. Und vielleicht manchmal gut, dass das nicht jeder gleich so mitgekriegt hat. Auch ein bisschen Handicap heutzutage in dieser Gesellschaft. Ja, es wird ein schwieriger Weg werden, dahin zu kommen, wo du hin willst. Ich finde es aber schön, dass man sich für Sachen einsetzt, wo man sagt, okay, das ist mir wichtig. Und man wird sehen, wie viele Leute dann sagen, ja, das ist auch mein Thema. Und ich wünsche dir einfach viel Glück auf dem Weg und viel Erfolg, zu erreichen. Darf ich da noch einen Punkt bringen? Ja, klar, sicher. Also, ich habe da noch einen Punkt, der mir sehr auf dem Herzen liegt. Und zwar ist das mit den Vätern, mit den Kuckuckskindern. Der Bundestag spricht oder sagt, gibt selber zu, dass wir über 10% Kuckuckskinder haben. Das bedeutet, wenn ein Mann, wir machen mal das Beispiel, ein Mann ist verheiratet und hat eine Frau, betrügt seine Frau und wird Vati. Dann kommt diese Frau in der Regel an und sagt, du pass mal auf, ich bin jetzt schwanger von dir, du kriegst ein Kind und will Geld. Das kriegt seine Frau mit. Das bedeutet,
ist sehr viel Knatsch. Wenn die Frau fremd geht, dann geht sie zum Mann und sagt, du pass mal auf, Schatz, du bist Vati. Und dann ist er nach dem heutigen Gesetz automatisch der Vater. Und deswegen möchte ich, dass eigentlich ein Vaterschaftstest bei jedem, das Gesetz ist ja noch nicht, auch was jetzt gewesen ist, will ich nicht, aber ich möchte ein neues Gesetz. Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, wird automatisch ein Vaterschaftstest gemacht. Und man möge mir bitte nicht kommen, zu viel Geld haben wir nicht, das haben wir nicht. Wir haben das Geld, wir zahlen es gerade an dieser über Million Asylanten, die wir nehmen. Und es kommt, ich weiß gar nicht, ob wir mit den Eiern ablenken, denn in Italien stehen die nächste große Schub Asylanten da, die kommen wollen. Also wir haben das Geld ist da, es muss nur anders eingesetzt werden. Und dann habe ich ja auch mit Polizisten gesprochen, das ist ja nicht ein Thema, was viele betrifft oder wo viel drüber gesprochen wird, die sagen, wenn wir keine Geldleistung mehr machen, sondern wie die anderen Länder nur Sachleistung, käme längst nicht so viel. Und darüber müsste man ehrlich diskutieren dürfen und sagen können. Und man muss es benennen dürfen und nicht gleich, dafür danke ich, dass man gleich in eine Ecke geschoben wird. Ich bin nicht rechts, dann wäre ich bei der NPD oder ich wäre AfD, das bin ich nicht. Ich möchte mich da abgrenzen, dass manche Themen ähnlich sind und ähnlich behandelt werden. Deswegen auch das Punktesystem, wer sich bewährt oder wer was ganz Gutes macht. Man kann sogar darüber reden, dass man Punkte streichen kann. Also, aber wir müssen anfangen, darüber zu reden und ohne verkrampft zu sein, dass wenn man einen anderen Meinung hat, gleich ein Rechter ist. Das geht nicht. Ja, sehr schönes Schlusswort. Ich darf mich für diesen Teil verabschieden. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und naja, wenn ihr sagt, okay, das sind meine Themen, hätten wir da den nächsten Direktwahlkandidat. Es bleibt euch überlassen, wie ihr es für euch entscheidet. Ich verabschiede mich. Bis dahin, euer John. Alles Gute. Danke.